Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Cobblepot von Rockstar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Cobblepot von Rockstar, das Ganze in der Vinyl Edition. So sieht das aus, bevor wir die Folie abmachen. Hier haben wir noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Rockstar Cobblepot Pictured Vinyl, inklusive dem Album Nerd Revolution White Vinyl, limitiert auf 2500 Stück. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Es ist ja seit langer, langer Zeit mal wieder ein Album von Rockstar, beziehungsweise Rockstar, nicht Rockstar, sondern Rockstar. Und zwar ist ja das letzte Album Pubertät damals im Jahr 2014 erschienen. Mittlerweile haben wir 2018, also es war echt langsam an der Zeit für neuen Output. Und den haben wir jetzt mittels dieser Vinyl. Gut, wir haben hier einmal eine düstere, dunkle Szenerie. Der Name Cobblepot, vielleicht kurz zur Info, also Cobblepot ist der Pinguin, den man wahrscheinlich am ehesten noch durch die Batman-Serie kennt. Und dann haben wir hier eine Stadt, die auch irgendwie an Batman erinnert. Und zwar, für mich sieht das echt aus wie Gotham City. Jede Menge Regenschirme, die hier unten sind. Dann haben wir hier oben ein Gebäude und hier einen schwarz-weißen Regenschirm. Also das so das Markenzeichen von Cobblepot, soweit ich informiert bin. Und hier oben haben wir dann einen Zeppelin, der hier fliegt. Und auf diesem lesen wir dann noch Rockstar. So sieht das aus. Gut, auf der Seite lesen wir ebenfalls Rockstar Cobblepot, also jetzt auf dem Kopf, aber hier steht Rockstar und hier Cobblepot. Und bevor sich die Vinyl hier verabschiedet, dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 12 Tracks und wir haben Features, die allerdings jetzt hier nicht aufgelistet sind, eventuell stehen die dann drinnen noch. Es gibt Features, dazu kommen wir dann noch, Credits und Barcode. Auch hier wieder dieser Regenschirm. Dann werden wir das Ganze mal von innen betrachten. Und zwar haben wir hier auch nochmals Rockstar Cobblepot. Und hier lesen wir an meine Freunde, Familie und das gesamte Cobblepot Team. Ich hasse euch weniger als andere Menschen. Ich finde, das ist auch was wert. Danke. Also, sehr schöne Widmung bzw. sehr schöne Danksagung. Dann haben wir hier einmal das Bonusalbum, nämlich Rockstar Nerd Revolution. Dieses Album aus dem Jahr 2010, ursprünglich erschienen, aber jetzt eben in dieser limitierten Vinyl Edition. Nerd Revolution, also wir haben hier insgesamt 13 Tracks, 6 auf der A-Seite und 7 auf der B-Seite. Und dann haben wir hier auch noch die Beats aufgeführt, also wer das Ganze produziert hat. Dann schauen wir uns die Vinyl mal an. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Also die ist wirklich in diesem Weiß, sieht echt richtig gut aus. So rum richtig Rockstar. So sieht das aus. Sehr schön. Also die Tracks hier nochmal mittig aufgedruckt. Dann auf der B-Seite natürlich ebenso. So sieht das aus. Sehr schön. Also in diesem glatt Weiß und undurchsichtig, schöner Kontrast zu den sonst klassisch schwarzen Vinyls. Dann packen wir die Vinyl mal wieder in die Hülle. Und das Cover auch angelehnt, also das Cover dieser Hülle hier, angelehnt an das damalige Cover von Nerd Revolution. Da war ja auch so ein Arm, der aus so einem Stapel von Spielen und DVDs rausgeschaut hat. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch das eigentliche Album, nämlich Cobblepot. Das Cover kennen wir bereits. Jawohl. Und hier haben wir dann nochmals detailliert die Infos zu den einzelnen Tracks. So sieht das aus. Also, wir haben hier dann Features von, hier kann man es lesen, Lilly Fichtner ist dabei. Und dann haben wir auch noch Features von Max Richard Lessmann. Und der ist hier zweimal drauf, nämlich auch hier beim Intro bzw. bei dem Track 2049. Ja, also zwei Features auf insgesamt drei Tracks verteilt.
Und so sieht dann die Vinyl aus. Richtig schön. Also, das gefällt mir unfassbar gut. Diese Spirale habe ich so noch nie gesehen bei einer Vinyl. So ein krasses Design. Ich meine, Farben oder Pictured Vinyl ja. Aber dass es wirklich so fast schon wie eine optische Täuschung wirkt. Das ist echt sehr schön gemacht. Also, das hier die A-Seite. Und dann auf der Rückseite die B-Seite. Das hat auf jeden Fall was. Vor allem, wenn man diese Vinyl dann auflegt und die sich dann auch noch im Kreis dreht. Dann kann man da echt, glaube ich, Stunden damit verbringen, sich das so anzusehen. Jawohl. Bin ich schon sehr gespannt, wie das dann wirkt. Die Vinyl geht hier ausnahmsweise mal oben rein, nicht wie sonst oft seitlich. Machen wir die mal wieder hier rein. Und ich glaube, ansonsten finden wir hier nichts weiter vor. Nein. Also, das war soweit. Wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal das eigentliche Album, das Album Cobblepot, welches jetzt erschienen ist. Und dann das Album Nerd Revolution aus dem Jahr 2010. Nerd Revolution kommt mit 13 Tracks und das Album Cobblepot kommt mit insgesamt 12 Tracks. Also insgesamt gibt es dann 25 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Cobblepot von Rockstar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rockstar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.